Da sind wir wieder und jetzt besuchen wir den Fingers. Schauen wir mal, was da jetzt abgeht. Hey, keinen Schritt näher! Wen willst du hier sehen? Ja, die das auch. Das tät mich ja sehr reizen, muss ich sagen. Ich suche einen Ripper-Doc, nennt sich Fingers. Wo finde ich den? Wer fragt? Und warum? Geht dich nichts an. Ich suche ihn, weil ich das will. Und jetzt geh mir aus dem Weg. So redet niemand mit Lil Loco. Der Loco. So geht das! Hab dich fertig, Großer! Ja, war jetzt oder wollt's noch was wissen? Tja. Bei den großen Markerspielen können uns kacken gehen. Das ist eine Pilotenbrille. War schön hergesetzt, hat er sich, ne? Kann man den sorgen, die Wappler? Dann ist Kevin wahrscheinlich nicht so, wie es da ausschaut, ne? Wenn man da mal vom Eingang weg dann ist. Ich will wissen, was, ne? Ha, da ist schon. Da was her, Knickherz. In Mist. Oh, Schema Street Smart. Wie ist denn das gar? Atemherstellung. Oh, das ist ja so scheiße, das haben wir eh schon gehabt. Schade, schade. Ich habe mir gedacht, vielleicht ein neues. Da werden wir auch gleich hineinschauen. Weißt du, wenn wir da die Idioten wegarmen. Ah, er schlaft nur. Schau, wie legen wir den weg da. Lustig, dass wir den so tragen jetzt, ne? Tja. Auf Toaster Pech, ne? Geh vor Gericht, du Schlappschwanz. Nein, ich will lieber hier leben. Nur nicht das Licht ausmachen. Sommer bedeutet Regen, dann muss ich die ganze Zeit im Keller hocken. Alles in Ordnung? Nie im Leben schwimme ich. Ich hasse Wasser. Siehst du nicht, dass das allen egal ist? Fingers, weißt du, wo ich den finden kann? Wenn ich könnte, würde ich tauschen. Okay, na, der ist ja komplett weg, ja. Verdammt, konzipliert sein! Konzipliert, ja. Was am Ende bleibt, so du mitleidiges und heules Wesen, das durch die purpurdunkle Luft uns aufsucht, die wir mit blutgem Rot die Welt gefärbet. Wenn gnädig uns des Weltalls König wäre, so würden wir für deinen tot? Frieden bitten. Klingt nach dem Paradies. Man sitzt wenigstens da, ne? Naja. Deiner Laden, oder? Dann möchte ich mich auch gleich einquartieren. Krank, Fehler aus, beschädigt. Supi. Ja, wunderschön. Ah. Amerika, eine Prophezeiung. Das lässt man es nicht durch. Kumquat für die Seele. Hm.
Wahrscheinlich wird er oben sein. Das ist mit der, der Deutfisch. Hoffentlich haben diese schwanzlosen Skoplutscher ihre Lektion gelernt. Aber ja. Evelyn muss dir echt wichtig sein. Lustig, dass die Jude auch da ist, ne? Stell dich gefälligst an! Tja, so dränge es nicht. Pflanz deinen Arsch hin und warte, bis du dran bist. Dieser Fingers, kennst du ihn? Hab schon von ihm gehört, ja. Zum Beispiel? Seine Hand rutscht wohl gern aus. Was machst du hier überhaupt, Judy? Dasselbe wie du. Evelyn suchen. Woher wusstest du, dass Evelyn hier sein könnte? Hab Freunde im Clouds. Gerüchte gehen da schneller um als der Tripper. Soll heißen... Oh, Lord. Weiß von einem Freund, was du rausgefunden hast. Hier bin ich also. Dieser Freund von dir, wer ist das? Tom Caldera, arbeitet als Puppe dort. Hatte nie erwähnt, dass Evelyn verschwunden ist. Dann kamst du vorbei und hast Fragen gestellt. Das hat ihn zum Nachdenken gebracht. Hatte nicht den Eindruck, dass er die hellste Kerze auf der Torte ist. Sorry, aber im Moment ist mir scheißegal, was für Eindrücke du hattest oder auch nicht. Konzentrieren wir uns einfach drauf, Evelyn zu finden. Ich mache mir langsam echt Sorgen. Nach dem Überfall war Evelyn eine Weile bei den Morgs, oder nicht? Ja, war sie. Warum zum Teufel ist sie dann zurück ins Clouds? Dachte, da wäre sie sicherer. Weiß Gott, warum. Hab versucht, sie aufzuhalten, aber sie wollte nicht auf mich hören. Tja. Schon mit Fingers geredet? Schön wär's. Bei dem wartet man länger als bei den besten Ärzten der Stadt. Wir werden ewig hier warten, ich weiß das. Vielleicht kannst du mit einem der Mädels reden, ob wir vor können. Warum ich? Ich glaub nicht, dass sie mich mögen. Versuch's einfach. Oder schlag was Besseres vor. Evelyn bedeutet dir echt viel, hm? Und wie genau bist du zu diesem Schluss gekommen? Als du wusstest, wo sie ist, warst du kaum noch zu halten. Wenn du Evelyn erstmal gut kennst, willst du sie nie wieder loslassen. Du hast mal im Clouds gearbeitet? Nicht als Puppe, als Tunerin. Zu der Zeit habe ich F, Tom und die anderen kennengelernt. Meinst du, die halten Evelyn hier irgendwo fest? Dann würden wir sie wenigstens so schnell wie möglich finden. Andererseits, hoffentlich nicht. Wer weiß, was dieser kranke Penner mit ihr angestellt hätte. Dann speichern wir mal und... Hast du hier eine Frau mit blauen Haaren gesehen? Hat einen Puppenchip. Ja, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Fingers hat auf jeden Fall an ihr gearbeitet. Ist sie noch hier? Keine Ahnung, musst du ihn fragen. Ich muss mit ihm reden, es ist wichtig. Denkst du, wir sind nur hier, um uns die Nägel machen zu lassen? Ich lass dich vor, kein Ding. Boah, du gehst mir echt auf die Glied, Mitzi. Und du klopf an und finde raus, wann er fertig mit Aufwischen ist. Ich denk, das ist eine gottverdammte Klinik, kein dreckiger Waschsalon. Geht ruhig. Kümmert euch nicht um die. Los, komm, gehen wir. Die Ränder ziehen an deinen Sehnen. Keine Sorge. Ich glaube, wir können. Gehen wir rein? Ja, bitte. Wie kann ich helfen? Boah. Hast du eine Minute Zeit? Eine Minute? Das ist alles? In deinen hübschen Augen könnte ich mich stundenlang verlieren. Ach was, tagelang. Aber ich hab zu tun. Seid ihr Tiger Claws? Ich hab all meine Schulden bezahlt.
Wir sind Mox. Mox? Sag das doch gleich. Also, was führt euch her? Na, los jetzt! Oh, Moment. Wissen diese Mädchen, dass du defekte Implantate einbaust? Du nennst sie defekt. Ich nenne sie die Besten, die sie kriegen können. Hm? Was kriegst du dafür? Was immer sie mir bieten können. Und sie haben immer irgendwas zu bieten. Du bist so ein Drecksack. Abschaum! Was wollt ihr zwei? Ich war früher mit Nomaden unterwegs. Sparsame Leute. Die würden nichts wegwerfen, was nicht aufgebraucht, tot, irreparabel oder nicht mehr anderweitig einsetzbar wäre. Aber was du diesen Mädchen gibst, das würden nicht mal Nomaden anfassen. Ach, bitte. Jetzt übertreib mal nicht. Ich gebe ihnen, was ich kann. Was wollt ihr zwei? Ein grindiger Typ. Bist du narrisch. Konzentration. Evelyn Parker. Ich muss sie finden. Verreden. Bitte, kommt in mein Büro. Hier kommen so viele Mädchen vorbei. So viele. Aber sagen wir so, ich widme mich mit Leib und Seele jeder einzelnen von ihnen. Ja, das glaube ich absolut. Ich bin doch kein Metzger. Ich weiß, was ich tue und ich weiß, was die Leute wollen. Umschmeichelt, gelobt und gestreichelt werden. Sich fühlen, als ob sie etwas wert sind. Natürlich. Du bist nervös geworden, als ich ihren Namen erwähnte. Also tu nicht so. Ich weiß, du erinnerst dich an sie. Ich habe eine neurologische Störung. Das sind nur Ticks von mir. Wirklich. Ich wünschte, ich wüsste, wen du meinst. Die Bissspur da. In der Schulter. Forrest. Sagt dir der Name was? Nein. Sie nennen ihn Woodman, arbeitet im Puppenhaus. Du hast mit ihm geredet? Ich hab mit Woodman geredet. Er hat gesagt, dass er sie hergebracht hat. Meinte, du hättest für sie bezahlt. Warum war sie dir was wert? Hast dich wohl verhört. Ich hab keinen Annie für sie bezahlt. Er hat mich bezahlt, damit ich sie nehme. Und dann? Ich habe die Eddies nie gesehen, weil ich ihr Implantat nicht richten konnte. Darum hat er sie mir als Ausgleich für meine Mühen dagelassen. Ich kann mir diesen Scheiß nicht mehr anhören. Wir reden hier von einem lebenden Menschen. Genau genommen, eher halb tot. Die arme Kleine. Ich wollte ihr helfen, wirklich. Aber diese Einrichtung ist nicht gerade gut ausgestattet. Du meintest, du könntest ihr nicht helfen. Was stimmte denn mit ihr nicht? Also, wenn ich das wüsste, würde sie sicher fröhlich strahlend hier stehen. Das Instruktionsregister auf ihrem Chip war total verkohlt. Hab sie ausgetauscht. Hat nichts gebracht. Der Schaden kam von einem Netrunner mit Malware-Marke Eigenbau. Ja, klingt plausibel. Komm zum Punkt. Den Punkt? Ah ja. Nun, ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wo sie ist. Schluss mit den Scheißlügen! Was hast du, Freak, mit ihr gemacht? Entweder legst du dieser Kreatur einen Maulkorb an, oder du schläferst sie ein. Mit ihr im Raum kann man sich nicht unterhalten. Ja, wir wollen die Infos, ne? Ich will den aber jetzt noch nicht schlagen, obwohl sie am Gebühr hat. Judy, beruhig dich, okay? Das bringt nichts. Überlass das Reden mir. Also, Evelyn Parker, wo ist sie? Sie ist auf dem besten Weg, der neue Nachwuchsstar für Underground Braindances zu werden. Das ist alles, was ich weiß. Was meinst du mit Underground? Keine Ahnung. Ich meine, ich guck mir so einen Kram nicht an.
Snuff? Expedis? Ich sag doch, ich weiß es nicht. Wo finden wir sie? Ich mag dich. Du bist lecker. Unerschrocken. Ich mag dich aber nicht. Als mir klar wurde, dass ich ihr nicht helfen kann, da habe ich meinen Fixer angerufen. Zwei Typen haben sie noch am selben Tag abgeholt. Wen hast du angerufen? Wer ist dein Fixer? Wakako. Hab ihr gesagt, ich habe eine kaputte Puppe mit einem BD-Implantat für sie. Wakako. Wo haben sie sie hingebracht? Ich hab doch gesagt, ich weiß es nicht. Sie waren nicht gerade gesprächig und ich bin kein Idiot. Solchen Leuten stellt man keine Fragen. Du bist kein Idiot? Was glaubst du, warum all die Mädchen hierher kommen und sich von dir begrapschen lassen? Weil du so nett und liebevoll bist? Sie machen's, weil sie keine andere Wahl haben. Und sie verachten dich. Sie riechen, wie erbärmlich du bist. Diese Typen, wie sahen die aus? Wie du, ich und jeder andere in dieser Stadt. Wirklich? Sie sahen aus wie du, ja? Sie sahen aus wie Typen, die man besser nicht anguckt. Aber einer von ihnen hatte einen Bart. Die beiden Typen, die sie abgeholt haben, haben nicht gesagt, wo sie sie hinbringen und was sie mit ihr wollen? Haben was über Virtus mit einer Motte gefaselt. Meinten, dass sie perfekt dafür wäre, was immer das heißen mag. Aber das ist alles, was ich weiß. Du Arsch, hast sie verscherbelt, als wäre sie eine verdammte Gummipuppe. Naja, weil sie genau das war. Ich brauche frische Luft. Bin draußen. Sie hat etwas überreagiert. Bisschen angespannt dieser Tage. Nun, du bist offensichtlich das vernünftigere Wesen. Und hübscher. Ja, da wird aber nie was passieren, das kannst du glauben. Ich will einmal kommen wegen... Ah, wollen wir jetzt gleich schauen? Ripper Dog, somit können wir bei ihm was kaufen. Disaster Piece. Ich hab sie zurück ins Clouds gehen lassen. Ich hätte sie aufhalten sollen. Ja, bist da du auch schuld, liebe Aber Julie. Aber ihr zwei habt euch ja blenden verstanden. Habt ihr Nummern ausgetauscht? Da haben sich zwei gefunden. Bleiben wir cool, ja? Ich hab gesagt, was ich sagen musste, um an die Info zu kommen. Ach, wirklich? Für mich sah das eher so aus, als ob du ihm das alles verzeihst. Keine Angst, wir finden sie. Ganz sicher. Wir finden nur, was von ihrem zerstückelten Körper übrig ist. Hey, reiß dich zusammen. Willst du jetzt aufgeben? Nein. Unsere einzige Spur ist ein XBD. Wohin führt uns das? Und wir wissen, dass es was mit dem Todesmottensiegel zu tun hat. Besser als nichts. Ich raff deinen Optimismus nicht. Klingt immer noch, als hätten wir nichts. Sagt dir das Todesmottensiegel was? Irgendwas? Egal wie unwichtig es scheint? Hör zu, in dieser Branche ist die Nachfrage für alle möglichen Fetische da. Und das grenzenlos. Aber XBD-Macher würden ständig den Standort wechseln. Und das macht es schwieriger, sie zu fassen. Jetzt wird man mit der Wakako reden, ne? Wir müssen rausfinden, wo sie das Zeug drehen. Muss irgendein dreckiges Loch sein. Die werden wohl kaum ein Studio haben. Ja, sicher irgendwas Ruhiges, Abgelegenes. Vielleicht entdecken wir was in einer ihrer Virtus, was uns auf ihre Spur führt. Dann müssten das echte Vollidioten sein. Alles und jeder hinterlässt Spuren. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Zum Glück bin ich mit der besten BD-Spezialistin der Stadt unterwegs. Das sind zwei Expertenaugen mehr. Na schön. Deine BD-Spezialistin hat eine bessere Idee. Pleasures of Night City. Eine Domain mit einem Ableger im Darknet. Da findet sich alles Mögliche. Vielleicht stoßen wir ja auf was Nützliches. Na, schauen wir.
Lass mich einen Moment nachdenken. Da steht der Stachelgrill da, Madame. Ich werde versuchen, Wakako anzurufen. Ein Fixer, den Fingers erwähnte. Hast du dir für sie was überlegt? Hab ich nicht, wieso? Weil sie dir nie den Standort des Studios verraten würde, selbst wenn sie ihn kennt. Zu riskant. Okay, ich kaufe den Braindance. Erstmal können wir den analysieren. Gut. Ich versuche in der Zwischenzeit, was über die NCP-Domain rauszufinden. Ich warte im Van. Gut, mach das. Ja, schauen wir mal, ob wir was rausfinden. Wo sind die Wakako? Was gibt's zu besprechen? Ich suche einen Braindance. Einen bestimmten? Das Logo auf der Hülle ist eine Todesmotte. Wow. Du bewegst dich auf dünnem Eis. Sei vorsichtig. Weißt du, wer sie macht? Wo sie gedreht werden? Weißt du, was ein Fixer macht? Ich erklär's dir gern. Ich bringe Geschäfte über die Bühne. Und ganz nebenbei kann ich das Unmögliche möglich machen. Und das wäre? Sicherstellen, dass sowohl der Käufer als auch der Verkäufer und der Mittelmann nicht nur im Geschäft, sondern auch am Leben bleiben. Punkt. Frag mich also nie wieder wer, wie, was, wieso, weshalb oder warum. Ja, geiler Lache. Kannst du mir so eine Aufnahme besorgen? Nein, aber ich weiß ziemlich genau, wer es kann. Ja, wer denn? Gibt einen Laden an der Jig-Jig Street. Hat eine Büchse der Pandora voll Dreck. Frag den Besitzer. Danke, Wakko. Na gut. Schön, dass da alles so beisammen ist, ne? Da ist ja für jeden was dabei, nicht? Da reden wir jetzt nicht drüber. Das hilft auf jeden Fall. Ja, was brauchst? Hast du was gefunden? Na, bist du ein Arsch. Womit kann ich dienen? Na, warte mal, ne? Ich suche nach was Speziellem. Ein Braindance, um richtig... Was Dreckiges? Nein, noch härter. Gibt's hier nicht. Aber da ist ein Typ an der Jig-Jig Street, der eine Menge Abgefahrenes hat. Und zwar richtig abgefahren. Hast du was Interessantes für mich? Nicht kompatibel mit deiner Software. Das wäre sehr interessant, ob es eine Software gibt, mit der das kompatibel ist, ne? Hört, oder? Das heißt, wir können ihm eigentlich ein bisschen Klumpert da lassen, ne? Das andere jetzt legen wir. Da legen wir. Den BH kannst du auch haben, der passt auch zu dir, den kannst du da umschneiden oder verkaufen. Und da weg. Das wird zerlegt. Servus. Schon gut. Ich werde überleben. War schon schlimmer. Noch 6 Monate. Dann habe ich Urlaub.
Ich hab was, das macht dein Teil härter als deine Kindheit. Ja. Ja, dass das eine Ahnung von meiner Kindheit hat. Nero, lol. Ich suche nach Rohmaterial, ungefiltert. Bei mir kriegst du nur Ungefiltertes. Worauf stehst du? Ich will was, was mich umhaut. So richtig die Neuronen durcheinander wirft. Wir haben alles, Mann. Faustkämpfe, Schießereien, geheime Folterverhöre, Amputationen. Nee. Ich meine eher sowas wie, du weißt schon. Ethisch-Kram. Nein, komm schon, du weißt, was ich meine. Nein, tue ich nicht. Wenn ich Gedanken lesen könnte, würde ich den Job hier nicht machen. Ich will wissen, wie es ist, jemanden umzubringen. Na also, geht doch. Ich habe ein paar Klassiker aus dem letzten Konzernkrieg oder bewaffneten Raubüberfall, wenn du was Aktuelleres suchst. Wonach suchst du? Na, das ist ein Typ. Ich suche BDs, der besonderen Art. Besonders? Bist du ein Bulle? Gib mir das Beste vom Besten. Was mit der Todesmotte? Hab's mit einem Feinschmecker zu tun. Todesmotte kostet aber ordentlich. Wo hast du die Aufnahmen her? Die Leute, die sie machen? Besessen von ihrer Anonymität. Hatte nie das Bedürfnis zu fragen, wo die herkommen. Und genau deshalb lebe ich noch. Und kann mir jetzt von dir Löcher in den Bauch fragen lassen. Hast du was Interessantes für mich? Für die Todesmotte. Oh. Was nehmen wir uns? Zwar alles. Weil. Was kann man alles brauchen? Das finde ich gut, dass der das hat. Wir haben jetzt ein bisschen was rausgepfeffert, aber das macht nichts, weil dann kann ich wieder jede Menge herstellen und das verkaufen und im Endeffekt haben wir dann mehr Kohle als vorher. Gewusst wie Drogerie. War mir ein Vergnügen. Ja, 20.000 ausgeben, aber das ist überhaupt kein Problem. Mich alles vorbereiten, aber setz das Headset richtig auf. Sieh es dir an, ich editiere in Echtzeit. Was du im Auto, gell? Na, hurra. Kann losgehen. Beschreib mir alles. Vielleicht bemerkst du was, was ich übersehen kann. Leute? Geschmeidig.
Na, habe ich die Ehre. Muss ein Scap sein. Sonst sieht sich niemand so an. Gott, ist das heiß. Temperaturwerte sind abnormal. Such weiter. So ein Scheiß habe ich schon gehört. Klingt nach Scavs. Vor kurzem bestellt. Electric Corp-Logo auf den Overalls. Auf den Overalls war ein Logo drauf. Electric Corp. Könnte ein Kostüm sein. Requisite? Ein Fabrikarbeiter-Fetisch? Ja, unwahrscheinlich, oder? Das würde auch die erhöhten Temperaturen erklären. Vielleicht hast du recht. Das Radio ist voll aufgedreht, damit man die Schreie nicht hört. Gewöhnliche Kiste. Decker, Tanaka and Rogers Logo. Normal für einen Müllhaufen. Na, Scaffrau. Wer hätte gedacht, dass die auch XPDs drehen und nicht nur Leute ausweiden? Dieses Synth-Kaffee-Aroma schlägt nichts. Billig Scheiß. Und kalt. Backe-Slice. Der Kaffee war kalt. Vielleicht einen Tag alt. Aber die Pizza sah frisch aus. Also? Also kaufen Sie regelmäßig bei Backe-Slice. Was man nicht wegen des tollen Geschmacks und der frischen Zutaten macht. Niemand schleppt eine Pizza, die nach Styropor schmeckt, durch die halbe Stadt. Okay, wir suchen nach einem Electric Corp-Kraftwerk bei einem Backe-Slice. EC hatte mal ein riesiges Gelände in Charter Hill. Backe-Slice gibt's da auch. Aber bist du dir sicher? Ja, da werden wir hinschauen. Okay, also ein altes Electric Corp-Kraftwerk in Charter Hill. Das muss erstmal reichen. Mehr kriegen wir hier nicht mehr raus. Und das machen los, wir. Los, wir müssen dahin. Ja, fahren wir zusammen? Na, logisch. Okay, auf geht's. Dann mal los. Und das machen wir in der nächsten Folge, Leute. Danke fürs dabei sein und ich bin schon gespannt, was uns da jetzt erwartet. Pause, so schaut's aus. Danke fürs dabei sein. Alles Gute. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi und Baba.